Hui, was denn hier für eine Versammlung? Und Panflamme ist auch dabei. Wow. Hey, Porenta, du musst mich nicht schlagen. Es war nur Spaß, okay? Du lässt mich ja jetzt durch, ne? Da hinten ist ja Logok. Ah, Brücke runterlassen. Erwartet mich noch eine Herausforderung oder kann ich direkt gehen? Für diese Brücke brauchen wir natürlich eine aufwendige Cutscene. Oh, Mekago erwartet mich. Und er hat mir scheinbar etwas sehr Wichtiges zu sagen. Mekago! Du hast es endlich her geschafft! Du bist doch jener gelbe Blitz, von dem alles hier spricht, oder irre ich mich? Jener, der Bisaflor und Empoleon besiegt haben soll. Nun, dann werde ich dich einmal genau unter die Lupe legen. Also gut, ich lasse dich durch das Tor, wenn du das Plattendresch mit Bolterus der Höhlenzone und die Kreiselkeinerei in der Magmazone gemeistert haben solltest. Die habe ich ja geschafft! Super, du hast beide Spiele gemeistert, aber man nennt dich ja nicht umsonst den gelben Blitz. Hier, ich öffne das Tor. Ach übrigens, du Tropf, ne? Solltest du vielleicht mal aufpassen. Aber danke fürs Tor aufmachen. Logok befindet sich auf der anderen Seite. Viel Erfolg! Ich werde mir Mühe geben, mein neuer Freund. Dann können wir ja mal alle gespannt sein auf Logoks Spiel. Ich sehe da zwei Pokémon. Ach, Glumanda ist ja auch da. Stimmt ja, Glumanda wollte ja hier trainieren. Willkommen, gelber Lütz. Was sagst du? Wollen wir uns nicht verbünden? Gemeinsam könnten wir die Pokémon hier im Pokéball zu bringen, sie zu versöhnen? Wie bitte? Ich soll mich gefälligst wieder mit Bisaflor und Empoleon vertragen? Sag bloß, du bist auf der Seite dieser beiden Nichtsnutze. Bisaflor ist ein altes Sensibelchen und Empoleon zu rechthaberisch. Ich dachte eigentlich, du wärst ein würdiger Partner für mich. Aber wenn du so tickst, habe ich mich wohl in dir getäuscht. Was der Pokepark wirklich braucht, ist ein starker Anführer. Logok, was redest du da? Und diesen Posten fülle ich schon sehr gut alleine aus. Wenn du dich unbedingt mit mir anlegen willst, dann kämpfe erstmal gegen Glumanda da drüben und zeige mir, was du drauf hast. Ich habe eine bessere Idee. Warum kämpfe ich nicht gegen dich? Warum muss ich jetzt gegen meinen Freund kämpfen? Aber egal, deine Logik. Pikachu, vorhin mag ich vielleicht verloren haben, aber das lag ganz alleine daran, dass ich nur mit halber Kraft gekämpft habe. Ja, natürlich. Hab ich auch, ne? Ich habe auch nur mit halber Kraft gekämpft, weißt du? Diesmal gebe ich allerdings alles und das tust du besser auch. Oder du tust besser dasselbe, je nachdem. Und wo? Glumanda hat auch mehr KP. Willst du gehen? Bleib hier. Hier spielt die Musik. Wow. Na, das beeindruckt mich ja noch nicht so ganz. Hast du noch mehr auf Lager? Tja, Logok, Glumanda wird gleich fallen. Donnerschock zum Abschluss. Obwohl ich alles gegeben habe, hast du mich besiegt. Du bist echt stark. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen. Ja, es macht unglaublich viel Spaß, wenn man selber keinen einzigen Treffer landet, ich weiß. Du hast echt was drauf, Pikachu. Ich meine, in dir, Bisaflors Milde und Empoleons Sterne, das Herz wieder erkennen zu können? Aber wie sieht's mit der Muskelkraft aus? Das wollen wir doch gleich mal überprüfen. Versuche, das Felsenschwertern zu meistern. Wenn dir das gelingt, erkenne ich deinen Können an und versöhne mich wieder mit Bisaflor und Empoleon. Die Teilnehmer kostet 20 Beeren. Kannst du gerne haben. Dann folge mir, es geht los. Wow, wir hatten zwar letztes Mal erst ein Minispiel, aber jetzt kommt schon das nächste. Felsenspetter mit Logok, zersplittere alle Felsgeschosse, um Punkte zu kassieren, Mindestleistung 5000. Halte die Wii-Fernbedienung aufrecht, bei Spielbeginn heißt es Feuer frei. Erbeute Punkte, indem du gleichzeitig die Wii-Fernbedienung schwingst, wenn ein Fels auf dich zukommt. Ein Felstreffer lähmt dich kurzzeitig, schüttel die Wii-Fernbedienung, um wieder zu Sinnen zu kommen. Gib alles und zerschmettere so viele Felsen wie möglich, um so viele Punkte wie möglich zu scheffeln. Favoriten, Xerox, Knocker und Koktodon. Na gut, wen wollen wir denn da nehmen? Die Auswahl ist ja ziemlich groß. Naja, könnte größer sein, wir können einige halt noch nicht nehmen. Bolterus,
Porenta. Wie wär's denn mit Porenta, genau? Porenta wird's richten für uns. Jetzt hast du die Chance zu zeigen, dass du wirklich was drauf hast. Und ich halte mal lieber die Wii-Fernbedienung von meinem Monitor weg, sonst habe ich da gleich einen fetten Riss drin. Das muss ja nicht sein. Okay, Doppelpunkte. Ja, ich krieg das Timing nicht so richtig hin. Wenn man das Timing besser hinkriegt, bekommt man genau 300 Punkte. Ja, ich dachte, ich hab's einigermaßen, aber jetzt krieg ich wieder 100 Punkte. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich die Bonusleistung geschafft? Porenta, sag mir! Du hast es geschafft! Sogar noch 600 Punkte überboten! Juhu, heute Abend gibt's Curry für alle! Und natürlich wieder 150 Beeren für mich. Das hat ja nicht unbedingt lange gedauert. Und Pikachu freut sich, denn er muss keines der Minispiele mehr selber spielen. Niemals! Du hast tatsächlich das Felsenschmetterling gemeistert? Eigentlich war es Porenta, aber... Okay, ich hab's geschafft. Ich war's ganz alleine. Ernsthaft. Ganz alleine. Haben's alle gesehen? Ja? Dann können wir ja weitermachen. Dann bleibt mir keine andere Wahl, als deine Stärke anzuerkennen. Es gibt natürlich wieder einen Prismensplitter. Damit hast du nun 8 Prismensplitter in deinem Besitz. Das Himmelsprisma ist die Energiequelle des Himmelsgartens. Es heißt, es halte den Frieden und das Gleichgewicht im Pokepark aufrecht. Ich dachte, mit der Macht des Himmelsprismas könnte ich alles Übel vom Pokepark fernhalten. Aber du bist für diese Aufgabe wohl besser geeignet als ich. Dieser Vorpolion und ich werden mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass sich alle Pokémon im Pokepark wieder versöhnen. Hol dir die übrigen 6 Splitter und beschütze den Pokepark. Wahnsinn, Pikachu! Das ist echt unglaublich! Logok legt das Schicksal des Pokeparks ganz allein in deine Hände. Auf meine Hilfe kannst du zählen. Das war schön, denn bisher hast du mich eigentlich nur behindert. Das ist leider die Wahrheit, Glumanda, aber kann sich ja noch ändern. Na gut, dann gehe ich mal zu Entivi und Plinfarm Treffpunkt. Wir treffen uns dort. Oh yeah, da sollte ich auch hin. Aber zuerst sollte ich speichern. Ah, und ein Teleport zum Treffpunkt wäre natürlich jetzt zu viel verlangt gewesen. Also schnell zu Drifzeppeli. Aber Drifzeppeli ist auch wieder ein bisschen weiter weg. Also, Pikachu, nein, du musst Gas geben. Wir müssen uns beeilen. Ne? Zeit ist Geld, ne? Also, auf! Nicht dösen! Auf! An Mercado vorbeigezischt und laufe ich jetzt unten lang oder gehe ich den Weg oben lang? Was macht Superrenter? Yay! Von hinten geschickt geblockt. Panflam! Oh, Panflam! Panflam! Flammy, ich helfe dir! Ja, renn gegen das Fass. Panflam? Ich mag dich nicht. Ich weiß, ich mache mir gerade wieder viele Freunde unter den Panflam-Anhängern hier. Aber so ist es halt. Ich muss den kleinen süßen Racker anrempeln. Das wird dem Süß war übrigens gelogen. Oh, Moba ist wieder ganz traurig, hört man ganz hinten. Nur noch ein bisschen. Hallo Kurtel, 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 hallo. Hallo Magpie. Doppelkombo. Crowdon, wow. Vorsicht. Nicht, dass Pokémon alle rempeln, dass die Landmassen erschaffen hat. Das kann böse enden. Da ist der Driftzeppeli. Vorher aber auf mit der Kiste. Ich sagte, auf mit der Kiste. Driftzeppeli. Tag auch. Für 10 Bären bringe ich dich überall hin. Also, wo soll's denn hingehen? Natürlich zum Treffpunkt! Und ab geht die Post! Hui! Nur, wo fliegen wir jetzt raus? Ist da oben eine Öffnung? Okay, da oben ist eine Öffnung. Hab nicht gefragt. Ja, nur mal kurz strecken, bis wir da sind. Ein paar kleine Aufwärmübungen können ja nie schaden.
Wir müssen ja auch mal wieder trainieren. Wir haben jetzt so viele Bären gesammelt. Und wow, das Baumhaus sieht da jetzt relativ schick aus. Meine private Ferienresidenz. Jetzt ist unsere Viererbande endlich wieder vereint. Ja, Pikachu sagte mir, dass ich auch euch hier finden würde. Seht mal, ich baue ein Baumhaus, damit wir uns leichter mit allen Pokémon hier im Park anfreunden können. Ich versuche gerade den Ballon wieder zu reparieren. Es dauert nicht mehr lange, dann kann ich ihn mit heißer Luft füllen. Mit heißer Luft füllen. Ah, und es klappt ja schon ganz gut. Plümpfer, was ist los? Ey! Ah, doch noch nicht ganz ausgereift. Ich dachte mir gleich, dass etwas damit nicht stimmt. Er ist gerissen. Wir müssen etwas finden, womit sich das Loch flicken lässt. Der Pokepark ist so groß, da lässt sich bestimmt irgendwas finden. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Packen wir es an. Hallo ihr da! Störe ich euch? Ich störe euch nur ungern beim Feiern, aber ich habe eine Nachricht von Mew! Du sollst die Prismensplitter sammeln und in den Himmelsgarten liefern. Alles klar, soweit? Dann viel Erfolg! Wirklich? Da war Mew also hier? Wenn Mew das so gesagt hat, war Pikachus Traum also nicht einfach nur irgendein Traum. Aber wo liegt dieser Himmelsgarten eigentlich? Eine sehr gute Frage! Das weiß ich leider selbst nicht. Ich dachte immer, die Geschichte vom Himmelsgarten sei nichts weiter als eine Sage. Traumfugil, oh, wo kommst du denn her? Der Weg zum Himmelsgarten? Warum fragst du nicht mal Traummagil in der Spukzone um Rat? Ich bin mir sicher, jemand wie Traummagil kann dir etwas über den sagenumwobenen Himmelsgarten erzählen. Sie ist sehr belesen und weise. Wenn du zu Traumbugil in die Spukzone möchtest, musst du mit Zwielicht, dem Torwächter, sprechen. Jo, das werden wir machen, aber erstmal müssen wir wieder unseren Kameraden einen Besuch abstatten. So, bei wem soll ich jetzt mal mehr trainieren? Bidifas, du warst mehr Ausdauer, oder? Wenn du noch mehr Energie benötigst, trainiere ich dich gerne. 20.000 Bären, dann ui, da kann ich nur zweimal trainieren. Brauche ich Energie? Ich denke mal, ich brauche Energie. In Ordnung, dann mal los. Oh, und wir tragen wieder Eisennetz durch die Gegend und es macht uns stark. Wir tragen es 10 Sekunden und sind unbesiegbar. Nun bist du ein Pokémon von Rang. Dafür gibt es einen Energiebonus. Na dann, ansonsten wäre mal mehr Geschwindigkeit ganz nett. Warte mal, du warst schon in der Magmazone, habe ich nicht recht? Bestimmt hast du dort viele starke Pokémon getroffen, oder? Ah, du bist selbst auch recht stark. Ich bringe dir den Doppelsprint bei. Und den bringst du mir völlig umsonst bei? Das ist aber cool von dir. So, damit kannst du nun auch den Doppelsprint einsetzen. Der Doppelsprint kann sowohl im Freien als auch bei Wettstreiten eingesetzt werden. Drücke nach einem Sprint 1, um den Langstreckensprint anzusetzen. Ja, das Timing dafür ist gar nicht so einfach hinzubekommen. Jetzt stehen wir noch mal bei Rasaf. Ja, ich kann die Durchschlagskraft des Eisschlafs erhöhen. Bist du für eine Gebühr von 1000 Bären einverstanden? Mensch, wer von euch ist denn 1000 Bären? Oder macht euch da einen Jahresvorrat zusammen? In Ordnung, da wollen wir dich mal tüchtig durchtrainieren. Okay, let's go. Und schon vorbei. Aber schon haben wir eine ganze Ecke mehr gelernt. Aha, du bist stark geworden. Der Eisschweif lässt sich ausschließlich in Kampf ersetzen. Fordere gleich mal jemanden damit heraus. Und teste ihn. Jo, sorry, aber zum Herausfordern werde ich in diesem Video nicht mehr kommen. Aber das können wir ja nächstes Mal in der Spukzone testen. Also, bis zum nächsten Mal.